So Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben jetzt gerade 19 Uhr. Bevor wir uns den 19 Uhr Content anschauen, möchte ich euch kurz meine Verkäufe zeigen. Wie ihr sehen könnt, sind die 83er jetzt echt gut durch die Decke gegangen. Also, wie ich schon im letzten Video gesagt hatte, für 900, 950 könnt ihr die gerne mitnehmen. Ich hoffe, ihr tut es auch, weil morgen ist Donnerstag, also ist gerade Mittwochabend. Und dann werden die Karten wahrscheinlich wieder sinken. Also, wenn ihr 83er auch in den nächsten Wochen 900 mitnehmen könnt, einfach alle einmal in Verein packen, wie ihr sehen könnt, macht ihr dann so 400 Coins pro Karte. Ansonsten werde ich bald auch die ganzen Informs verkaufen. Da warte ich eigentlich nur noch bis zum Wochenende, bis die neue Icon SBC rauskommt. Ansonsten habe ich hier einen 3 Wandebeaks gestern mitgenommen, nachdem Girona verloren hat, habe ich den für 10k mitgenommen. Der ist immer so vor dem Spieltag auf 14-15k angestiegen. Das ist dann sozusagen Longtime-Investment. Und ja, ansonsten hier halt die typischen Karten, die ich immer wieder draufstelle, einfach die letzten Wochen. Gestern kam das 84 Doppel-Upgrade raus. Finde ich aber leider einfach ein bisschen zu teuer mit 3 84ern und einem 83er-Team. Ja, da kann man gut reinlacken, aber irgendwie, ja, skippe ich das erstmal. Was noch gut zu wissen ist, für die nächsten 1-2 Wochen werde ich jetzt noch Packs öffnen, werde die ganzen SBCs mitnehmen, die Packs öffnen, die Top-Partien werde ich öffnen und dann so Mitte November, also wie gesagt in 2 Wochen etwa, werde ich anfangen, alle meine Packs zu sparen und dann geht das Projekt Totti los. Letztes Jahr habe ich am Ende über 1000 Packs gespart und habe die alle in einem 24-Stunden-Livestream geöffnet. Das möchte ich dieses Jahr wieder machen, deshalb möchte ich so viele Packs wie möglich bis zum Totti sparen. Totti ist meistens in der letzten Januarwoche oder in der ersten Februarwoche. Also haben wir dann sozusagen ein bisschen mehr als 2 Monate Zeit, alle Packs zu sparen. So, ansonsten ist heute die neue Trailblazers Challenge rausgekommen. Hier seht ihr jetzt das neue Team of the Week. Hier sind tatsächlich echt gut geratete Informs. Da könnt ihr fast alle einmal mitnehmen. Hier so eine Ona Butler, ein Dani Olmo, ein Gyökeres wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, aber auch ein Solanke, die sind alle richtig gut zum Investen. Patesi sieht gut aus, aber wird wahrscheinlich auch nicht so viel wert sein. Die ganzen 83er könnt ihr alle einmal mitnehmen, weil die werden eh alle nach und nach immer mehr ansteigen. Also unterm Strich, ab sofort könnt ihr jeden Inform eigentlich einmal mitnehmen, weil 83er Informs werden auf jeden Fall ansteigen. Und das Mindestratings der Informs wurde jetzt von 80 auf 83 angehoben. Aber natürlich sind am interessantesten immer noch die, die noch ein bisschen mehr High Rating haben, also 85er, 86er und höher. Ansonsten ist ja jetzt der erste Champions League Tag vorbei. Der zweite Champions League Tag ist jetzt gerade aktuell, also gerade spielen schon die ersten 4 Mannschaften und dann heute Abend um 21 Uhr dann der Rest. Wie ihr hier sehen könnt, ein Henderson, ein Ziyech und ein Zubimendi stehen alle 3 vor einem Upgrade und deshalb sind die Karten schon angestiegen. Zubimendi ist tatsächlich noch relativ günstig, weil er muss noch 2 Siege holen. Aber ein Ziyech und ein Henderson könnten jetzt diese Woche ein Upgrade bekommen. Deswegen sind sie auch automatisch auf 13.500 angestiegen. Obwohl keiner diese Karten jemals spielen würde. Diese Karten sind wieder im Hype angestiegen. Also, wenn die verlieren sollten, sind die 10k wert. Ihr habt ja eben gesehen, dass ich Van de Beek für 10.500 mitgenommen habe, weil er gestern halt sehr stark gesunken ist, weil sie 4-0 gegen PSV verloren haben. So. Van de Beek ist jetzt schon wieder gereboundet auf 12k, aber vom nächsten Spieltag wird er wahrscheinlich wieder so 15-16k wert sein, wo ihr dann auch wieder 5-6k Gewinn macht. Müsst natürlich die Karten jetzt ein bisschen halten, bis Mitte November, aber am Ende werdet ihr halt auch viele Coins machen. Auf der anderen Seite, Noah Lang hat jetzt gewonnen, deshalb ist er immer noch ein bisschen mehr wert, weil er kriegt jetzt bald sein 87er Upgrade. Wenn Eintracht diese Woche gewinnen sollte, dann kriegt Robin Koch direkt sein Doppel-Upgrade, also er geht direkt auf eine 88. Deshalb ist er jetzt etwa so viel wert wie das 88er-Rating. So, damit ich es nochmal vor den Einkäufen hier zeige. Ein Mamouche ist schon stark gesunken, eine Bronze ist jetzt auch schon unter 50k gesunken, ein Grimaldo ist unter 30k gesunken und morgen zu den Division Rivals Rewards werden sie nochmal richtig einkrachen. Und dann werde ich investieren. Jetzt seht ihr sozusagen noch die Preise am Mittwochabend. Deswegen, ich wollte dieses Video mal machen, damit ihr seht, wie die Preise etwa Mittwochabend sind und wie sie dann nochmal einsacken am Donnerstagmorgen und wie sie dann auch innerhalb von 24 Stunden, also so am Freitagmittag, Freitagabend, wieder relativ hoch ansteigen. So, ist jetzt Donnerstagabend. Ich habe Guerrero über Nacht verkauft und einen Gaia. Den Guerrero hatte ich, glaube ich, für 45 oder 50k eingekauft, also haben wir echt gut Gewinn gemacht. Dann könnt ihr hier sehen, ich bin all out in Grimaldo gegangen. Also ich habe bestimmt 10 Stück oder so gekauft. Habe auch ein paar Bronze gekauft. Die Informs sind noch von letzter Woche, die halte ich noch, bis die immer weiter ansteigen.
Dann habe ich noch Nico Patz geholt. Ja, und sonst sind die ganzen Spieler in meinem Verein. Ja, hier könnt ihr nochmal einen Grimaldo sehen, noch eine Bronze sehen. Ich habe auch jeden Inform einmal mitgenommen. Also hier Dani Olmo, Lawrence, Solanke, Mio habe ich nochmal mitgenommen. Der war auch relativ günstig heute Morgen. Ja, hier sind die ganzen restlichen Informs und auch noch die restlichen Trailblazer-Karten. Oh, wir wollen aber natürlich jetzt die Rivals Rewards öffnen. Ich habe wieder nur die 5 Siege geholt. Ich habe einfach nicht die Zeit gerade unter der Woche. So, 12.500, ein 1 von 4, 83 plus und ein 75x25 plus. Gehen wir erstmal hier in den Pick rein. Okay, nehme ich mit. 83er sind ja auch gut gestiegen. Der ist nur leider nicht tradable, okay. 1 von 4, 83 plus, komm, irgendeine Special Card, bitte. Nimm ich mit. Ey, cool. Habe ich eine Special Card und ich habe den sogar tradable. Ja, ich habe den tradable. Ja, ansonsten, ich habe nicht ganz meine Coins investiert. Ich habe meine Transferliste voll gemacht, meinen Verein gefüllt. Aber ein paar Coins habe ich jetzt einfach immer auf der Uhr. In den kommenden Wochen werde ich aber mal komplett all out gehen. Das werde ich aber erst machen, wenn ich auch keine Packs mehr öffne. Also da ich die ganzen Spieler sozusagen auf meiner Transferliste bunker oder auch einfach unassigned lasse. Weil das lohnt sich erst dann. Kein Walkout. Schade. So, ja, dies waren nicht so viele Packs, aber wir haben noch ein gutes. Komm hier, ein Walkout, bitte. Sehr nice. ZOM, Label. Die habe ich schon so oft gezogen, ich weiß, wie sie aussieht. Oh, unten hin vom. Und Modric. Ey, nimm ich mit, nimm ich mit. Haben wir mal wieder ein bisschen Futter im Verein. Ah, noch ein Walkout. Okay, also Triple Walkout und ein Inform nimmt man mit, nimmt man mit. Ich habe jetzt unter der Woche die 4 Millionen Transfererlös geknackt. Ich werde auch wahrscheinlich bis zum Totti so 6 Millionen ertradet bekommen, vielleicht sogar 7 Millionen, da müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall ab nächster Woche, also nächste Woche mache ich noch Packs auf, aber ab der nächsten Woche werde ich keine Packs mehr öffnen. Ich werde dann alle Packs sparen, ich werde dann komplett investieren, also vielleicht einfach mal so 1083er mitnehmen oder so. Und werde halt keine Packs mehr öffnen, weil ich bis zum Totti um die 1000 Packs gespart haben will. Also wirklich 1000 Packs im Store will ich gespart haben. Und dann mit dem Recraften und so haben wir dann ein ganzes Wochenende, wo ich die ganze Zeit streamen werde. Ihr werdet hier auf YouTube immer Highlights bekommen. Und ja, weil ich halt free to play bin und auch wirklich kein Geld reinstecken will, mache ich das immer so. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie viele Packs ihr schon so gespart habt oder ob ihr schon überhaupt anfangt zu sparen. Trotzdem werdet ihr natürlich meine Icon und Hero Packs sehen. Ich werde aber natürlich in der Zukunft auch noch mit anderen Projekten anfangen bezüglich FIFA. Das wird dann natürlich auch alles hier auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. An der Stelle möchte ich auch nochmal danke für den Support sagen, für die ganzen Likes, für die ganzen Abos oder auch die Kommentare. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!